zu interpretieren. Wie kommt man da drauf? War es eine Bieridee oder? Nein, wir haben aber einfach festgestellt, es gibt sehr viele Leute, die klassisch stimmen mögen, und natürlich in Kombination mit den deutschen Popsongs, die jeder kennt, und großem Sinfonieorchester, war es einfach eine Sache, die wir unbedingt mal ausprobieren wollten. Okay, sehr schön. Gibt es denn vielleicht irgendwas, einen Song, den ihr vielleicht so denkt, ah, das könnte man mal machen, aber es wäre sehr gewagt, oder lasst uns das mal ausprobieren, also ist irgendwas, was euch noch besonders reizen würde? Peter möchte immer was von den Ärzten machen. Sie übergeben heute den Preis an Antonia Rados. Was ist das für Sie, für eine Journalistin, für eine Frau, was ist das Besondere an ihr? Also ich kenne sie ja nun schon lange. Ich bewundere an ihr immer wieder ihre Unerschrockenheit, ihren Mut, auch ihre Fähigkeit, sich in die Menschen hineinzuversetzen, über die sie berichtet. Und auch dieses immer angetrieben sein von, ich will da noch eine Geschichte machen, ich will noch mehr darüber erfahren, ich will unbedingt in diese oder in jene Region, wo wir eher sagen, oh nee, also gibt es keine vernünftigen Hotels, da ist man sich nicht sicher, ob man seine Sachen am nächsten Morgen noch hat, wenn man in irgendeinem Guesthouse übernachtet hat. Aber sie sucht die guten Geschichten und sie findet die guten Geschichten, und deswegen ist es mir auch eine große Freude, dass ich ihr heute Abend diesen Preis überreichen kann. Auf dem roten Teppich, ist das was, wo Sie sich auch wohlfühlen? Ja, das gehört ja irgendwie mit dazu. Also ich mache das gerne. Das muss man sich ja mögen, aber ich meine, wenn da draußen 300 Leute stehen und deinen Namen schreien, dann ist es nichts Schlechtes. Das wäre mir jetzt mal noch eine persönliche Frage. Ja. Ihren Namen schreien. Wolke ist ja wirklich sehr ungewöhnlich. Sie werden es bestimmt dauernd gefragt, aber es interessiert mich trotzdem. Wie sind Ihre Eltern darauf gekommen? Ach, ich weiß gar nicht. Mein Papa kannte jemanden, der ist mit Spitznamen so und hat das quasi beim Amt durchgekriegt. Also mehr so eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Also so komme ich zu einem ungewöhnlichen Vornamen. Ist aber eingetragen im Personalausweis, ganz normal. Haben Sie dann noch einen zweiten Vornamen gebraucht, der eindeutig weiblich ist? Alma, altdeutsch, weiblich, alles so ganz seriös. Wie war es, der Gang über den roten Teppich? Wie ist ein bisschen rum? Ich war extrem befördert. Ich bin immer noch ganz euphorisch, weil so viele kreischende Mädels und auch Jungs habe ich noch nie erlebt. Als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, dachte ich mir so, tut mir leid, ich bin nicht Tokyo Hotel. Aber die haben trotzdem gejubelt wie Weltmeister und es hat Spaß gemacht. Man konnte natürlich nicht allen ein Autogramm geben, aber ich war trotzdem fleißig. Die Hormone fließen, haben Sie denn auch schon Frühlingsgefühle? Ja, mal gucken, was heute alles noch so passiert. Also ich habe immer das letztes Jahr schon gedacht, in Karlsruhe kann man ruhig locker lassen. Sehr schön. Sie überreichen heute Abend einen Award. Die Preisträgerin ist leider krank im Bett, aber nichtsdestotrotz. Warum hat Cindy aus Marzahn diesen Preis verdient, diesen Award? Na, sie hat schon eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Sie ist ja wirklich ein Kind des Quatsch-Comedy-Clubs. Sie hat damals bei uns angerufen, hat sich als Kellnerin beworben und dann hat sie uns so tot gequatscht, dass wir gesagt haben, geh doch mal auf die Bühne. Da ist man natürlich heute fast so ein bisschen väterlich stolz auch drauf, dass das in 3 Jahren dann zu so Preisen und sowas das führt. Das ist einfach klasse. Das hat sie verdient. Sie ist wirklich die beliebteste Komikerin Deutschlands, würde ich sagen. Und das ist für uns Berliner natürlich auch eine ganz besondere Sache, dass jemand wirklich aus der Küche im Grunde zu den Sternen in dem Tempo kommt. Das hat sie toll gemacht.